Habt ihr euch schon mal gewundert, woher die Funken im Feuerzeug kommen? Für das heutige Experiment benötigen wir ein Teelicht, ein Becherglas, eine Tiegelzange, einen Brenner und ein Feuerzeug. Wenn wir ein Feuerzeug betätigen, passieren zwei Dinge. Einerseits drücken wir auf den Knopf, der das Ventil für das Feuerzeuggas öffnet, und andererseits reiben wir mit dem kleinen Rädchen über einen Feuerstein, um Funken zu erzeugen. Dieser Feuerstein besteht aus Zehreisen, einer pyrophoren Legierung aus Eisen und Zehr. Pyrophor bedeutet, dass es fein verteilt bereits an der Luft glüht, und das wollen wir euch jetzt zeigen. Dazu legen wir ein Blatt Papier auf die Arbeitsfläche und reiben immer wieder über das Rädchen, ohne den Knopf für das Gas zu betätigen. Dabei erzeugen wir ein schwarz-graues Pulver, welches sich auf dem Papier sammelt. Anschließend entzünden wir das Teelicht und streuen das Pulver auf dem Papier in die Flamme. Die feinen Zehreisenpartikel verbrennen sofort unter Funkenbildung. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und entfernen den Zündstein aus einem Feuerzeug. Dieses kleine Stück Zehreisen werden wir gleich in eine reine Sauerstoffatmosphäre einbringen. Dazu befüllen wir ein Becherglas mit Sauerstoff und verschließen es mit einer Petrischale. Mit der Tiegelzange erhitzen wir das Zehreisen über der Brennerflamme, bis es glüht. Wir entfernen den Brenner, nehmen die Petrischale ab und halten das glühende Stück Zehreisen in das sauerstoffgefüllte Becherglas. Im ersten Moment passiert nichts, doch dann kommt es zu einem Lichtblitz und der Feuerstein verbrennt. Hier noch einmal in Zeitlupe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.